Was bin ich da? Der Test gegen Salzburg ist vorbei. IB gewinnt 2-0. Die Kommentare nach dem Sieg? Ja, es war ein harter Test, ein sehr guter Gegner. Die Platzbedingungen waren heute etwas schwerer. Nichtsdestotrotz war es ein körperlich sehr betontes Spiel. Wir haben den Kampf angenommen. Und ich denke, das ist ein sehr guter Abschluss von einem guten Trainingslager. Man weiss, Testspiele sind nicht mit Vorsicht zu genießen. Die Resultate zählen auch nicht in der Meisterschaft. Und gleichwohl kann man sagen, IB ist im Fluss. Ja, klar, eben, man darf es nicht überbewerten. Aber es gibt auch ein gutes Gefühl. Man kann nicht bestimmen, die Automatismen stimmen. Wir sind gut getroffen, wir sind aber auch jetzt gegen Schluss natürlich auch ein bisschen müde. Das ist normal nach so einem Trainingslager. Jetzt freuen wir uns, dass der losgeht. Schon gegen Sandhausen war ein Pfeffer drin, heute auch gegen Salzburg. Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe nichts. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, das ist so. Also, es war ein sehr betontes Spiel. Man wusste, dass Salzburg ist sehr ein technisch guter Fußball spielt, auch körperlich betont. Wir haben den Kampf angenommen, vor allem im Mittelfeld. Das ist sehr ein zentralverlagertes Spiel gewesen, das heisst sehr viel Zweikampf. Das war wichtig, auch, dass wir hier den Test hatten und auch hier geprüft worden sind. Ich denke, das haben wir heute sehr gut gemacht. Am Freitag geht wieder zurück nach Bern. Wie fällt dein Zwischenfazit von diesem Trainingslager aus? Ja, sehr gut, nur positiv. Die Mannschaft hat eine super Stimmung gehabt, wir haben sehr gut trainiert. Das Staff hat eine fantastische Arbeit gemacht. Da haben wir eigentlich sehr, sehr positive Zeichen am Fans. Besten Dank, Loris, und guten Abschluss vom Trainingslager. Merci.